Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Im letzten Part haben wir die zweite ultimative Prüfung gespielt und wir haben sie auch gleich im ersten Versuch wieder schaffen können, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat als die erste, aber trotzdem lief eigentlich alles halbwegs souverän, wie ich finde. Und jetzt in diesem Part wollen wir uns dann gleich mal aufmachen zur dritten ultimativen Prüfung und auch schon zur vorletzten, danach wird dann nur noch eine weitere und dann haben wir auch schon alle Prüfungen hier vom Hauptspiel dann erstmal abgeschlossen. Deswegen will ich dann erstmal wieder zurückgehen zu Welt 3, die war dann glaube ich gleich direkt hier zu finden, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, hier die schaurigen Pfade, richtig. Und auch hier müssen wir dann erst wieder irgendwo hier vor der Kanone ein Rätsel lösen, damit dann die Kanone erscheinen wird, würde ich jetzt mal so tippen. Die Frage ist nur, was muss ich dann gleich hier machen? War das nicht sogar hier ganz hinten irgendwo? Oder ist hier irgendwas? Ne, hier ist nichts mehr, genau. Ich muss, glaube ich, nämlich erstmal hier wieder die Statue nehmen, oder halt das Grab, und erst wieder kurz hier so ein bisschen reingehen. Ja, und dann hier dich auf grün. Weil war das nicht jetzt nämlich da unten? Oder bei blau? Ich weiß es nicht sicher. Aber irgendwo hier war das doch, oder? Muss ja so sein eigentlich. Nee, doch nicht. Okay. Dann bin ich verwirrt. Habe ich eigentlich die schon mal angesehen? Habe ich noch gar nicht, ne? Was machen die eigentlich? Sie preisen den Geist von Papa Rabo oder Rabo, dem Wächter der Zeitwaschmaschinen. Okay, dann wenigstens noch das hier uns angucken können. Aber ich weiß jetzt nicht genau, was ich jetzt eigentlich hier machen soll, ehrlich gesagt. Weil ich meine, das muss ja hier eigentlich wieder irgendwo etwas zum Bohren geben, wo ich dann eben meine Fähigkeit da einsetzen kann, die wir halt erst nach Welt 4 überhaupt bekommen haben. Muss doch eigentlich so sein, oder bin ich jetzt total blind? Wahrscheinlich schon. Ich gehe mal kurz noch hier hin. Ah, hier ist es. Okay, alles da. Hier kann ich bohren, ja. Und dann diese Kiste hier verschieben. So, jetzt. Und dann kann ich hier entlang laufen. Ah, hier entlang laufen. Finde hier einen blauen Schalter. Und damit wiederum erscheint dann die Kanone. Alles klar. Gut, dann benutzen wir die auch gleich mal, würde ich sagen. So. Und schießen uns dann mal in diesen Bonusbereich, wo dann gleich die dritte und wie gesagt auch schon vorletzte ultimative Prüfung dann stattfinden wird. Und okay, Schlachtfeld sieht noch sehr, sehr standardmäßig aus. Das könnte jetzt sogar dann vielleicht eine Erreiche das Gebiet-Mission sein. Da das so wirkt, das müssten wir dann vielleicht nach vorne laufen oder so. Mal gucken. Ja, ich würde sagen, wir fangen auf jeden Fall gleich mal an. Ihr habt übrigens gerade eben schon sehen können, rechts oben bei den Münzen, dass ich jetzt eben seit dem letzten Mal wieder einige Münzen gefarmt habe. Ich dürfte jetzt genügend Münzen haben, um mir dann alle weiteren Waffen, die noch kommen werden, um mir dann die alle eben noch kaufen zu können. Genau. So, was gibt's hier zu tun? Okay, tatsächlich genau erreicht das Gebiet und zwar in 12 Zügen maximal. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Da kannst du mal wieder aufhören, bitte. Eieieiei, das ist ein sehr, sehr weiter Weg. Das ist ein richtig weiter Weg. Okay. Und vor allem natürlich wieder viele Gegner, die uns dann hier nerven wollen. Es gibt auch durchaus einige Röhren, die hier überall rumstehen. Deswegen wären dann Charaktere mit einem hohen Röhrenausgangsradius auch nicht so verkehrt. Es gibt auch Wetterhähne oder Wetterhasen, wie auch immer. Was mir anzeigt, dass dann hier wahrscheinlich auch irgendwo ein Tornado sein wird, den ich aber gerade noch nicht sehen kann. Und dann hier so entlang, wo finden die Röhren eigentlich? Und dann hier einfach oder wie? Hier nach oben? Boah, ich habe keine Ahnung, hä? Hier kann ich dann noch ein bisschen abkürzen, wenn ich hier rüberspringe. Oder ich muss halt dann außen rumgehen. Je nachdem. Ja, okay, das könnte auch sehr, sehr interessant werden, diese Mission. Aber gut. Ich will, glaube ich, erstmal meine ganzen jetzt neuen Waffen noch kaufen. Und zuerst mal für Mario jetzt eben noch diesen Hammer hier. Genau, will ich mir kurz dann holen. Ja. Und dann, ich weiß nicht mehr genau, wer jetzt noch alles neue Waffen dann noch bekommen hat. Rabbit Yoshi, oder nicht Rabbit Yoshi, normale Yoshi kriegt nochmal irgendwann eine. Aber hier Rabbit Peach hat auch noch hier den eisernen Vorhang bekommen. Mit dann Stoßschaden. Der hatte ja Honigschaden. Ist es mir wert, den Honigschaden aufzugeben und gegen Stoßschaden auszutauschen und dafür aber 10 Schaden mehr zu machen? Und noch eine bessere Chance gegen mittlere Gegner zu haben. Ist mir das wert? Bin ich mir nicht ganz sicher sogar, ehrlich gesagt, weil ich Honigschaden halt schon echt ziemlich, ziemlich cool finde. Und schon um einiges besser als Stoßschaden. Ehrlich gesagt, deswegen, nee, das werde ich dann nicht mal machen. Also ich meine, kaufen werde ich sie schon, ja. Aber ich werde sie dann nicht anlegen und stattdessen noch meinen alten Wächter hier behalten. Okay, dann Rabbit Luigi hat auch einen neu bekommen, nämlich hier Pustefix eben. Mit Feuerschaden und der alte hatte Stoßschaden, aber Stoß und Feuer ist ungefähr gleich, wie ich finde. Deswegen werde ich dann das schon austauschen und dafür dann eben etwas mehr Schaden dann bekommen. Ja, okay. Und Luigi hat noch eine neue Primäre bekommen. Und zwar noch hier schmerzhafte Begegnung. Auch wieder mit Tintenschaden, was der alte auch schon hat, deswegen in jeder Hinsicht besser. Werde ich mir also dann auch gleich holen. Sei der Erste, der Kontakt aufnimmt mit dem Gesicht deines Gegners. Okay, sehr schön. Ja. Und das waren, glaube ich, dann erstmal alle, die ich jetzt hier so bekommen hatte. Es dürften jetzt noch 4 weitere Waffen dann fehlen, weil ich schätze mal, dass wir jetzt dann nach dieser Schlacht dann auch wieder 2 weitere neue bekommen werden und nach der 4. dann auch noch, sodass wir dann eben noch 4 weitere Waffen kaufen können, die alle 2050 Münzen kosten. Deswegen, ihr könnt eben sehen, ich habe genügend Münzen auf jeden Fall dafür. Gut, so jetzt bin ich mitnehmen.
Naja, es ist eine erreiche das Gebiet-Mission, deswegen ist halt Luigi nie verkehrt. Deswegen werde ich ihn auch mitnehmen, würde ich sagen. Ja, werde ich machen. Und dann will ich eigentlich schon noch wieder ganz gerne einen Heiler auch mitnehmen. Sprich dann, ja, einen von euch zwei halt. Wen nehme ich denn da am ehesten mit? Ich meine, die können beide exakt gleich weit laufen. Deswegen, das macht keinen großen Unterschied. Rapid Peach kann ein bisschen weiter springen. Aber ich würde dann sogar eher Rapid Luigi ganz gerne mitnehmen wollen, weil ich ihn so irgendwie ein bisschen besser finde als Rapid Peach, wenn es darum geht, die eigenen Charaktere zu heilen. Wenn es jetzt hier eine Toad-Eskortierungsmission oder Spawny-Eskortierungsmission wäre oder was auch immer, dann wäre Rapid Peach besser, weil Rapid Luigi eben Toad oder auch Spawny halt die Gehilfen nicht teilen kann. Aber so eben schon, und deswegen werde ich dann Rapid Luigi eben mitnehmen und auch Luigi und eben dann auch Mario. Und mit denen das dann versuchen, diese Mission hier abzuschließen, in 12 Zügen, da dann diesen ewig langen Weg entlang zu laufen. Okay. Wir legen mal los. So, und ja, es gibt einen Tornado irgendwo. Ich will fast mal kurz gucken, wo der ist, ehrlich gesagt. Hier nämlich, okay. Und der geht dann hier so entlang. Also der ist mir erstmal noch gar nicht im Weg. Und auch keinem Gegner. Okay, weil ich glaube nicht, dass ich es in der ersten Runde schaffen kann, schon so weit zu kommen. Obwohl, vielleicht sogar schon, keine Ahnung. Auf jeden Fall erstmal, wie immer, den Leichtfuß. Der arme Wiener. Kann ich eigentlich auch hier zurückspringen, frage ich mich gerade. Nee, kann ich nicht, schade. Okay, so, ich meine, ich könnte jetzt echt schon versuchen, hier in der ersten Runde schon wirklich mega weit zu kommen. Weil er eben auch Luigi seinen coolen Doppelsprung hat. Also ich könnte es tatsächlich schaffen, in der ersten Runde vielleicht schon dann Luigi tatsächlich hier schon hinzustellen, in die Nähe vom Tornado schon. Die Frage ist das tatsächlich so klug, wenn er dann hier so alleine rumsteht? Ich meine, das Gute ist, dass hier oben noch keine Gegner sind. Deswegen, ich kann das sogar vielleicht wirklich machen, dass ich Luigi schon Vollbart nach vorne stelle. Es war auch riskant, wie normal, aber das könnte ja vielleicht trotzdem funktionieren. Mal gucken. Wenn ich Mario hier so ganz weit nach vorne stelle, hier wird es zum Beispiel auch noch gehen, aber kommt da Luigi auch hin? Ist die andere, mal kurz, ist die andere Frage. Wo kommt Luigi da überall hin? Ja, da kommt er überall hin. Okay. Dann kann ich zum Beispiel Mario eben hier hinstellen, dann Rabbit Luigi hier von Mario abspringen lassen und dann wiederum Luigi von Mario und Rabbit Luigi abspringen lassen. Und dann kann er schon voll weit kommen. Die Frage ist eben, ist es wirklich so sinnvoll, weil ich nämlich da nicht wirklich viele Gegner auch sinnvoll besiegen kann. Und das ist dann schon ein bisschen auch ein Problem so irgendwie. Aber ich meine, ich kann es ja mal so testen. Ich meine, wir müssen es ja auch nicht unbedingt im ersten Versuch schaffen. Das wäre zwar cool, aber wenn ich es nicht im ersten Versuch schaffen würde, wäre es auch kein Beinbruch. Und wenn ich es halt ganz, ganz schnell abschließen kann, schon in deutlich weniger als 12 Zügen, vielleicht dann in 8 Zügen oder sowas, das wäre ganz cool. Deswegen werde ich das jetzt dann mal einfach so machen. Okay, wir gehen mal mit Mario eben hier so weit nach vorne. Ja. So, dann wird Rabbit Luigi von Mario wegspringen. Und er darf auch so weit gehen, wie er will, weil nämlich Luigi viel, viel weiter springen kann als Rabbit Luigi. Deswegen, er kann sich dann zum Beispiel hier so einfach voll in die Mitte reinstellen. Er wird zwar da natürlich sehr viel Schaden nehmen, das ist schon richtig. Aber es ist auch nicht so schlimm, weil er hat ja auch hier sein Schild oder auch seinen Schwachmacher. Deswegen, das wird dann schon so irgendwie funktionieren, hoffe ich mal. Ja, ich stelle mal dann hier einfach direkt neben den Kollegen. Weil, warum denn nicht? So. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, ob das klug ist. Wahrscheinlich weniger. Eigentlich sollte man sich hier, glaube ich, schon etwas vorsichtiger vortasten, weil ich glaube irgendwie sogar eigentlich dann doch schon, dass 12 Züge, die man hier maximal Zeit hat, dann sogar doch relativ freundlich eigentlich sind, würde ich sagen. Weil es war natürlich schon ein sehr weiter Weg. Aber wir haben jetzt eben hier schon im allerersten Zug mit Luigi schon doch sehr, sehr viel an Weg zurückgelegt, wie wir sehen können. Und ja, ja, ich meine, es ist schon noch ein ziemlich weiter Weg, muss ich schon zugeben. Aber vor allem hier am Ende kann man auch noch ziemlich krass abkürzen, wenn man noch alle Charaktere hat. Deswegen, da kann man schon auch dann relativ coole Sachen anstellen. Aber werden wir schon noch sehen. Aber ja, Luigi geht dann mal eben... ich muss noch ein bisschen aufpassen, weil die können ja auch die Röhre benutzen und können schon auch dann Luigi angreifen. Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Werde ich hier eigentlich vom Tornado erwischt? Ich glaube nicht, weil ich glaube, der bedeckt ja ein 3x3-Feld, nämlich dieses hier. Und der dürfte mich hier gar nicht erwischen können. Deswegen, dann gehe ich mit Luigi doch einfach hier hin. Würde ich sagen. Wird schon irgendwie alles gut gehen. Und ein bisschen angreifen kann ich ja jetzt dann doch noch, weil er nämlich auch noch Luigi zum Beispiel seinen Wächter dahin durchschicken kann, um noch die Gegner zu treffen. Und Rabbit Luigi kann auch noch ein bisschen angreifen, deswegen, das wird schon alles gut gehen. So. Ja, am sinnvollsten ist es schon, würde ich sagen, den hier anzugreifen. Weil ansonsten nämlich auch Rabbit Luigi Schaden nehmen würde und das muss nicht unbedingt sein. Deswegen, dann wird Luigi eben auf den gehen. Obwohl, ich meine, er kann auch seine Normalwaffe natürlich benutzen und irgendwas anderes machen. Das wäre auch gar nicht mal so dumm eigentlich. Ja, zum Beispiel so einen Wächter anzugreifen, den hier. Und mit dem Kritischen vielleicht schon rauszunehmen. Das wäre einiges wert. Das werde ich, glaube ich, sogar mal schnell machen, weil das ganz cool wäre. Wir schauen mal. So, Kritischer? Sehr schön. Okay, gut. So, dann du hast natürlich auch noch deinen Steinschaden. Ich kann aber eh nicht wirklich viele Gegner hier sinnvoll treffen. Leider. Ich kann auch den Raketenwerfer benutzen.
auf euch und den da oben schon mal killen. Was kann denn Mario noch alles machen? Also Mario sollte übrigens auch die Heldensicht aktivieren. Fällt mir gerade auf jeden Fall, ja. Mario Dime. So, ich meine, es könnte passieren, dass Mario jetzt dann gleich vielleicht hier sterben wird, aber das ist ja immerhin auch eine Prüfung. Und deswegen ist es ja nicht schlimm, wenn Mario oder auch Rabbit Luigi sterben werden. Wenn Luigi der Einzige ist, der das Ziel erreicht, dann passt es ja. Deswegen, es wird schon irgendwie alles aufgehen. Sam, Mario kann leider immer nur zu 50% angreifen. Ah, ne, gar nicht wahr. Er kann nämlich den hier angreifen. Ah, ne, ist immer auch nur 50%, genau. Sollte dann Mario sogar vielleicht den angreifen am ehesten, weil der auch am nächsten am Luigi ist und Luigi am ehesten eine Gefahr, oder halt für ihn am ehesten eine Gefahr werden könnte. Macht das sogar mal, würde ich sagen. Ja, treffen wir. Hm, leider nicht, schade. Dann wirst du jetzt, dann aber glaube ich doch den Raketenwerfer einsetzen und dann mal hier oben angreifen, dass der eine sterben wird und die andere Valkyrie schon ein bisschen Schaden nehmen wird. Machen wir, ja. Bam. Okay, leider kein Feuerschaden auch, also kein kritischer, aber ist schon okay. So, ich sollte den Schwachmacher einsetzen. Ich treffe damit nämlich sehr viele Gegner, wie wir sehen können. Und ich kann sogar um 70% den Schaden reduzieren, da ich das dann doch auch schon ziemlich geskillt habe. Ehrlich gesagt, weil ich die Fähigkeit eigentlich doch dann ganz cool finde. Vor allem bei so vielen Gegnern, die ich dann treffen kann, die mir dann kaum mehr Schaden machen. Das dürften dann, glaube ich, doch alle meine Charaktere überleben, da die halt jetzt echt kaum mehr Schaden machen, die Gegner. Okay. Sehr gut. So, der Tornado dürfte Luigi nicht erwischen, genau. So, dann dürfen die Gegner hier mal wieder vorspulen, weil es dann doch sehr viele Angriffe jetzt sein werden. Bam, der stirbt. So, du gehst auch für Luigi. Ja, du machst doch noch relativ viel Schaden, weil du eben auch einen Höhenvorteil hast, was ein bisschen fies ist. Aber wenigstens bist du jetzt auch tot. Du gehst auf Mario, mit einem kritischen sogar, okay. Achso, ah ja, okay, übrigens, die Valkyrie hat gerade eben deswegen noch so viel Schaden gemacht, weil sie nämlich nicht vom Schwachmacher erwischt wurde. Weil ich habe mich schon gewundert, das war ein bisschen sehr viel Schaden, dafür, dass er dann doch 70% reduziert wurde, aber die wurde einfach vom Schwachmacher gar nicht erwischt, daran lag's. Okay. So, ja, viele kritische auch. Wow, das sah ziemlich cool aus gerade, muss ich zugeben. Das ist auch interessant, dass Mario jetzt da oben ist, aber das ist sogar, glaube ich, ganz gut, weil jetzt nämlich dann dadurch sogar weiterkommen kann, oder? Kann das sein? Ich glaube sogar schon. Und du hast den Stoß, ja, ich bin sogar ein bisschen weitergegangen, deswegen... Vielen Dank. Und da vorne kommen dann schon neue Gegner. Ja, nämlich hier haben wir einen Lava-Ziggy. Und auf der anderen Seite auch wahrscheinlich, oder? Nee, hier ist ein anderer. Hier ist noch ein Grobian. Okay. So, lass mal kurz gucken, was wir jetzt alles mit meinen Charakteren wieder anfangen können. Er sollten sich dann schon gleich irgendwie ein bisschen heilen. Auf jeden Fall, das wäre hilfreich. Deswegen, Rabbit Luigi sollte auf jeden Fall hier dann bei irgendwem Raserei einsetzen. Und Mario sollte dann... diesen Gegner angreifen. Das wäre optimal. Nur leider hat der Verteidiger hier sein Schild ein bisschen blöd im Weg. Kann denn Mario von hier oben auch schon irgendwen angreifen? Ja, den da hinten zum Beispiel. Aber da kommt ja auch Rabbit Luigi nicht hin, um seinen Vampireffekt draufzuhauen. Wie kann ich das am ehesten jetzt noch hinkriegen? Ich weiß nicht genau, das ist ein bisschen blöd. Ich meine, Mario kann immerhin die Röhre erreichen. Und dann die andere sogar auch. Deswegen, Mario kann jetzt auch hier dann doch schon tatsächlich relativ weit kommen. Es wäre übrigens doch cool gewesen, wenn Luigi nicht weggewirbelt worden wäre, weil nämlich dann Mario von Luigi hätte abspringen können und die dann nochmal ein bisschen weiter hätten kommen können. Aber da muss ich jetzt halt so durchhalten. Aber das Gute ist, dass jetzt diese ganzen Gegner, die hier hinten stehen, mir jetzt dann eigentlich schon nichts mehr tun können, wenn ich dann hier hinten rumstehe mit meinen Charakteren. Da können die nämlich gar nicht wirklich hinkommen sogar. Ich meine, der Ziggy ist halt ein bisschen ein Problem. Aber die anderen Gegner, die können ja da gar nicht hinkommen, weil die sie jetzt dann doch ein bisschen zurückgezogen haben. Tatsächlich. Kannst du die andere Reihe erreichen? Die rechte nämlich auch nicht, nee. Also wenn ich dann mit meinen Charakteren hier so rumstehe, dann können mich diese ganzen Gegner da unten eh gar nicht mehr wirklich treffen. Deswegen, das ist ja dann eigentlich optimal. Okay. Ja. Ja, nee, aber ich möchte aber trotzdem mit Rabbit Luigi auf jeden Fall hier den Verteidiger umgrätschen. Ja, um mich dann wieder ein bisschen heilen zu können. Genau. Und dann... gehe ich eben mal hier hindurch. Und werde ich dann, glaube ich, schon so hinstellen, dass Mario wegspringen kann. Werde ich hier denn eigentlich vom Tornado erwischt? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Der geht nämlich nicht hier so geradeaus nach unten. Der geht schon so ein bisschen schief. Hier so irgendwie. Es könnte sein, dass er mich da erwischt, aber das wäre jetzt auch nicht so schlimm, finde ich. Deswegen, ich werde mal mich schon dann hier hinstellen. Das passt schon. Ja. Das habe ich vergessen. Okay, aber wenigstens kein kritischer, das ist ganz gut, weil ansonsten hätte ich da wieder einen Stoßeffekt bekommen oder sowas oder einen Sprungeffekt. Deswegen, das passt auf jeden Fall alles. So, wieder 160 KP zurück. Sehr schön. Und ja, vielleicht soll ich sogar jetzt Mario am besten so positionieren, dass er den Verteidiger noch angreifen kann. Das wäre ganz gut.
Die Frage ist, kann ich das wirklich sinnvoll schaffen? Ja, von hier aus zum Beispiel. Von hier nicht mehr. Ich müsste ihn dann hier so hinstellen. Was jetzt keine so ganz optimale Position ist. Oder will ich vielleicht doch noch ein bisschen warten und dann doch Mario erst nächste Runde heilen? Das wäre mir eigentlich lieber, weil ich meine, Mario kann jetzt eh nicht so viel Schaden nehmen, wenn ich jetzt dann gleich hier so hinstelle irgendwie. Da kann er nicht wirklich viel Schaden nehmen, weil nämlich nur der Ziggy hier eine Gefahr darstellt und die anderen sind eh zu weit weg, wie gesagt. Und die können auch die Röhre nicht erreichen. Deswegen, ich muss Mario jetzt in der Runde noch nicht heilen. Das ist schon okay. Weil so viel können jetzt die Ziggys auch nicht gegen mich machen, deswegen das passt schon. Ja, dann stellen wir Mario einfach hier hin. Ja. Ach, da ist noch einer da oben. Ja, aber trotzdem wird Mario noch überleben, bin ich mir relativ sicher. Aber danach muss ich ihn dann auf jeden Fall heilen. So. Ich meine, von hier aus kann er jetzt nichts machen. Den kann er nicht treffen. Der kann gar nichts machen. Okay. Dann Luigi. Wird dann auch wieder mal schon etwas weiter gehen. Da kann ich zum Beispiel schon hier oben positionieren. Was auch ganz witzig ist, aber... Sein Eisenblick rentiert sich eh nicht wirklich, weil ja nur der eine Ziggy da ist und das eh fast ein bisschen verschwendet ist. Und ich mir den Ziggy ja eigentlich dafür aufheben will quasi, dass ich mich dann gleich an ihm hochheilen kann, wenn dann eben gleich Rabbit Luigi dort seine Raserei einsetzen wird. Deswegen lasse ich das sogar nochmal und ich stelle mal dann Luigi... Ja, vielleicht so hin, dass dann auch Mario zu ihm hinkommen kann oder sowas. Hier zum Beispiel. Von hier aus kann mich dann Luigi immer noch die Röhre erreichen. Ja. Und dann hier eben noch weitergehen, wenn er will. Ja, stellen wir Luigi hier so hin. Ja, wird schon alles passen. Hui. Gut. Ich setze mal den Schild von dir noch ein, würde ich sagen. Yep. Hurra! Und rentiert sich noch ein Angriff irgendwo hin? Nicht wirklich, ich kann auch hier angreifen meinetwegen, aber es bringt nichts. So. Und Mario kann auch nichts mehr machen, deswegen... Und Luigi auch nicht. Oder ich meine, ich könnte noch einen Wächter raushauen. Nee, kann ich auch nicht. Dann lassen wir es. Okay. So, Tornado. Trifft er jetzt Rabbit Luigi? Aber ich meine, ich habe eben mein Schild. Ah ne, aber trifft mich eh gar nicht, weil er nämlich zu schief gegangen ist quasi. Deswegen, das passt also. Gut. So. Okay, es kam noch ein bisschen mehr. Da am Rand kam noch Cookie Boost. Die habe ich nicht gesehen. Dann ist vielleicht Mario doch so ein bisschen in Gefahr. So irgendwie. Ich hoffe jetzt nicht. Das wäre jetzt echt doof, wenn Mario jetzt sterben würde. Weil ich will nämlich schon natürlich, solange wie es irgendwie geht, all meine drei Charaktere behalten. Das ist ja auch logisch. Ja, der ist irgendwie blöd. Der hat noch keine Raserei angesetzt. Und der ist eh zu weit weg. Der kommt nicht hin. Ja, ich meine, der kann hier ein bisschen Schaden machen, aber nicht viel. Und du gehst auf Luigi. Machst, Alter, macht das viel Schaden. Oh Gott. Kommt der andere Cookie Boo zu Luigi hin? Ja, der ist doof. Okay. Und du kommst auch nicht hin. Puh. Und da ganz hinten sind Gegner stehen. Okay, also jetzt heißt es dann definitiv heilen. Aber sowas von. Das Blöde ist nur, dass ich nicht so wirklich genügend... Komme ich auch zum... Ich komme gar nicht hin zu dem. Toll. Das ist ja ganz super. Ja, so... Ja, das ist jetzt natürlich ganz, ganz toll. So viel zu heilen. Ne? Wie meinen das jetzt am besten? Habe ich nicht mit Rabbit Luigi irgendwie eine Chance, noch irgendwo Raserei einsetzen zu können? Ich meine, Luigi hat jetzt wieder seinen Leichtfuß bereit. Aber so ist die Reichweite jetzt nicht, dass es bis zu Rabbit Luigi ausreicht. Deswegen, nee, ich glaube, ich kann mit Rabbit Luigi jetzt nicht wirklich sinnvoll irgendwo Raserei einsetzen. Ich kann immerhin hier bei dem Raserei einsetzen. Und wenigstens Rabbit Luigi selber kann sich wieder ein bisschen hochheilen. Aber ich kann halt nicht dafür sorgen, dass sich auch Mario und Luigi wieder hochheilen können. Was natürlich dann irgendwie ärgerlich ist. Ich muss zugeben, dass ich ein sehr ungutes Gefühl bisher hier so in der Mission habe. So ein Gefühl, dass wir es vielleicht nicht so ganz hinbekommen könnten. Es wäre jetzt nicht so toll, aber das könnte passieren. Vor allem Luigi hat halt wirklich kaum mehr noch KP übrig. Und vor allem diese blöden Cookie Boosts sind halt mir auch ein Dorn im Auge. Aber ich meine, Luigi kann ja jetzt wenigstens dann die Röhre erreichen, genau. Wo kommt Luigi jetzt schon überall hin, zum Beispiel? Der kann schon bis hier so hinlaufen. Aber hier sind halt wieder neue Gegner. Aber es sind doch Grobian hier oben. Ja, das sind natürlich Gehilfen. Das ist natürlich wieder ärgerlich, weil die mich auch von da oben aus angreifen können. Die machen zwar nicht viel Schaden, aber ein bisschen Schaden machen sie halt dann doch. Ja, das ist tatsächlich sehr ärgerlich. Dann wäre jetzt hier in dieser Situation doch irgendwie Rabbit Peach besser gewesen, weil sie halt immer sicher heilen kann. Und für Rabbit Luigi brauche ich eben Gegner in seiner Nähe, was halt gerade nicht der Fall ist, was echt mich ärgert. Aber ist es leider so. Wie weit kommt Mario eigentlich so? Lass mal kurz gucken. Er ist hier so irgendwie hin. Aber er kann jetzt auch nicht so arg viel sinnvolle Sachen hier machen, ne? Das ist alles ein bisschen blöd. Auf jeden Fall.
Ja, da muss ich jetzt einfach dann gleich das Beste hoffen und gucken, dass dann zumindest ein paar meiner Charaktere dann überleben werden. Aber das ist jetzt echt ein bisschen blöd dann doch gelaufen. Okay, da wird mal Rabbit Luigi als erstes ziehen und dann mal hier wegspringen und sich dann mal hier irgendwo hinstellen. Er sollte schon in der nächsten Röhre, aber dann die Röhre, Quatsch, in der nächsten Runde dann die Röhre erreichen können. Das sollte ich schon sicherstellen. Aber die Frage ist, wie stelle ich ihn dann hier gut hin, dass er das auch wirklich halbwegs überleben kann. Ich meine, ich habe noch mal einen Schwachmacher, aber der Schwachmacher wird ja wirklich nur eigentlich dich erwischen, weil nämlich der Kukibu, der da oben ist, auch zu weit weg ist. Ich meine, vor allem der ist mir ein ziemliches Dorn im Auge. Weil ich auch nicht wirklich irgendwas gegen den machen kann. So wirklich. Das ist halt ein bisschen blöd. Ich glaube, ich werde es so machen, dass ich zuerst mit Luigi dann am besten ziehe, genau, weil ich will nämlich dann vielleicht Rabbit Luigi hier hinstellen, dass er zumindest noch 50% Schutz hat, das wäre am besten. Weil da kommt ja auch Mario hin und dann kann Mario wiederum von Rabbit Luigi auch wegspringen, das ist am besten. Deswegen, ja, Luigi wird zuerst ziehen und seinen Leichtfuß brauche ich eigentlich gar nicht mal, weil ich nämlich eh die Röhre ja erreichen kann. Ja. So, die Frage ist, wenn ich jetzt Luigi hier hinstelle, würde das dann überleben? Weil ich meine, die Grobiane kommen nicht zu ihm hin. Ein Gookiebu kommt, glaube ich, auch nicht zu ihm hin, weil selbst wenn sich der hier hinstellt, kann er ihn, glaube ich, trotzdem nicht angreifen, weil es zu weit weg ist. Deswegen, die dürften kein Problem für ihn darstellen. Und den werde ich dann eh gleich noch töten, auf jeden Fall. Ne, deswegen, das dürfte passen. Ja. Und die Gehilfen machen ja 32 Schaden. Aber ich muss ja bedenken, dass sie einen Höhenvorteil haben und deswegen dann doch ein bisschen mehr Schaden auf Luigi machen. Und die Frage ist, machen die mir dann insgesamt 95 Schaden? Ich glaube sogar schon, ehrlich gesagt, was ein bisschen ärgerlich ist. Was ist das eigentlich genau für Grobiane? Schaurige mit 340 KP. Ich könnte auch meine Eisenblick einsetzen, aber das ist auch ziemlich riskant irgendwie. Puh, das ist ziemlich doof alles. Kraftpaket wäre vielleicht auch eine ganz gute Idee. Das werde ich doch mal machen übrigens, dass dann Luigi gleich mit dem Eisenblick immerhin mehr Schaden machen wird. Weil vielleicht ist es ja so, dass sich die Gehilfen dann zuerst bewegen und sie erst danach angreifen. Und dann kann nämlich Luigi schon mit seinem Eisenblick die sofort besiegen. Das wäre optimal, weil wie viel mache ich jetzt mit dem Eisenblick? 321 zumindest. Ja, schon mal ein Anfang auf jeden Fall. Ja, nee, aber ich glaube tatsächlich, dass wir das verkacken könnten, weil ich das alles wieder viel zu riskant und dumm gespielt habe. Und weil ich mir einfach mal gedacht habe, ja komm, ich stimme einfach mal nach vorne und das wird schon irgendwie aufgehen. Aber es war dann halt doch irgendwie ein Fehler und hat nicht so ganz alles geklappt. Aber ich meine, vielleicht geschieht da noch ein Wunder und wir schaffen es doch noch irgendwie, aber ich mache jetzt dann doch keine allzu großen Hoffnungen mehr, ehrlich gesagt. Aber mal gucken. So, ich kann nichts Sinnvolles mehr machen hier mit Luigi, außer halt den Eisenblick zu aktivieren. Die Frage ist, ist es jetzt wirklich klug, weil die Grobiane werden ja zuerst ziehen. Und ich muss halt auch ein bisschen hoffen, dass ich da auch kritische mache, weil ein normaler Schuss reicht dann nicht aus, um einen von den Grobianen zu besiegen, ein kritischer schon. Was dann wahrscheinlich eh bedeutet, dass ich wahrscheinlich all meine Schüsse für die Grobiane raushaue und ich dann eventuell eh gar keine mehr für die Gehilfen übrig habe. Deswegen ist das alles ein bisschen blöd. Aber ich werde es mal dann trotzdem wieder einsetzen. Time to play. Ach Mensch. So, dann Rabbit Luigi wird sich eben dahin stellen, wo Luigi gerade eben noch stand, nämlich hierhin, dass er wenigstens dann von dem Gookiebu 50% Schutz hat, was dann hoffentlich ausreichen wird. Ja. Oder ich meine, kann ich denn noch den Gookiebu irgendwie eigentlich angreifen? Von hier oben aus, oder von hier unten aus, meine ich. Mit dem Raketenwerfer? Ne, ich kann nicht sehen. Der hat sich da auch wirklich ziemlich heftig versteckt, der Gookiebu. Den kann man hier wirklich kaum irgendwie erwischen. Das ist tatsächlich ein bisschen sehr fies. Okay. Dann werde ich hier zumindest mit Rabbit Luigi eben noch den angreifen. Was anderes kann ich eh nicht machen. Ja. So. Puh, da muss man einfach jetzt dann gleich das Beste irgendwie hoffen für diese Runde. Aber ich habe jetzt kein so ganz gutes Gefühl mehr, wie gesagt. Und Mario geht mal dann eben noch hier hin, würde ich sagen. Weil der Grobian kommt nämlich eh nicht hin. Der andere Gookiebu ist zu weit weg, weil die Gookiebus können ja auch wieder nur sich hier in ihrer Ebene quasi bewegen. Der darf hier gar nicht nach unten gehen, der kann nur hier hin und her wechseln. Und selbst wenn er sich hier hinstellt, kann er, glaube ich, Mario trotzdem nicht angreifen, weil er noch gar nicht sehen kann. So, ja, also wirklich. Obwohl er sehen kann, er vielleicht schon. Aber ich glaube, das ist zu weit weg. Deswegen, Mario dürfte dann hier halbwegs safe sein vor allen Angriffen. Deswegen stelle ich ihn eben hier hin. Aber er kann dann trotzdem noch in der nächsten Runde die Röhre erreichen. Deswegen, das passt, glaube ich. Ja. Huiuiui. Ich bin ja echt gespannt, ob das noch was wird hier oder nicht. Mal schauen. Und das war's dann auch schon, würde ich sagen. Yep. Puh, ich habe ein bisschen Angst. Mal gucken. So, Tornado ist mir völlig egal. Hat aber leider auch keine Gegner getroffen, aber na gut. So, dann, meine lieben Gehilfen. Aber erstmal dürfen die anderen. Du machst aber eh nichts Besonderes.
Am besten wieder kurz Beschleunigung. Die da hinten sind eh alle viel zu weit weg, um an der Action noch irgendwie teilnehmen zu dürfen. Deswegen um die mache ich mir keine Sorgen. Ehrlich gesagt. Jetzt verschwende ich für den einen Schuss. Was soll das denn? Ja, das ist jetzt gar nicht gut. Können die vielleicht doch die Gehilfen zuerst ziehen? Nee, können sie nicht. Ja, und beide Schüsse für den verschwendet. Ja, jetzt muss ich halt hoffen, dass die Gehilfen dann vielleicht gleich irgendwie auch Blödsinn machen. Oder? Ah, nee, er macht keinen Blödsinn. Er geht nach vorne und macht... ja, nee, obwohl, das war eigentlich schon Blödsinn, ne? Weil er ist ja nach unten gegangen und hatte dann deswegen keinen Höhenvorteil mehr. Das ist interessant, aber ich find's okay. Und du triffst nicht. Sehr schön, sehr schön. Der kann auch nichts machen, glaube ich. Genau. Und der geht auch nach unten. Und gibt seinen Höhenvorteil auf. Das ist doch sehr freundlich. Okay. Dann, El Calavera einfach mal so. Auch nicht schlecht, aber der ist eh keine Bedrohung mehr. Weil ich nämlich eh schon viel zu weit weg bin für den. Okay, dann lief jetzt die Runde doch tatsächlich etwas besser ab, als ich dachte. Finde ich aber sehr schön. Gut. Problem ist nur, dass Rabbit Luigi noch immer niemanden hat, wo er die Raserei einsetzen könnte, stimmt's? Er kann sogar nicht mal die Röhre erreichen, dein Ernst jetzt? Ich meine, er kann... Ja, okay, er kann wenigstens hier auf dem Gookiebu Raserei einsetzen. Aber das ist ja jetzt auch nicht wirklich wert, weil da ja auch niemand anderes hinkommt. Ob ich mal kurz vielleicht was austesten könnte. Luigi kann ja auch die Röhre erreichen, oder? Und genau, kann man hier ein bisschen abhauen. Er kann es ja ziemlich weit abhauen. Bis hier, wow, bis hierhin kann er schon laufen. Das ist auch heftig. Kann denn Luigi mit seinem Wächter den Gookiebu erreichen? Das wäre jetzt ziemlich cool. Warte mal. Nee. Ah, nee, kann er nicht. Okay, weil der einfach zu weit weg ist. Und weil der Wächter den gar nicht wirklich erkennen kann, quasi. Das wäre nämlich echt cool gewesen eigentlich. Weil ich nämlich dann doch mit Rabbit Luigi eben hier Raserei hätte machen können. Und dann hätte ich nämlich Luigi wieder hochheilen dürfen. Aber so jetzt dann leider eben nichts. Okay, da muss ich eben dafür sorgen, dass die halt dann sonst irgendwie sterben, die Gegner. Und das kann ich aber tatsächlich ganz gut schaffen. Indem ich halt dann hier so irgendwie angreife. Dann wird noch leider der Grobian überleben dürfen. Aber das ist okay, weil ich ja noch meine anderen beiden auch habe. Deswegen, das wird schon alles passen. Weil Rabbit Luigi kommt nämlich auch hier rüber, zum Glück. Dank einem Sprung. Er kann zum Beispiel dann eben da vorne auch einen Raketenwerfer reinschießen oder auch den Grobian versteinern oder sowas. Deswegen, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Und El Calavera könnte dann von hier aus mit seiner Granate vielleicht Rabbit Luigi treffen, aber Luigi auf jeden Fall nicht mehr. Deswegen, das passt ja eigentlich alles. Und Mario kann ja die Röhre schon erreichen, genau. Ne, ist eigentlich alles dann sogar tatsächlich optimal. Okay. Ja, finde ich ganz gut. Habe ich jetzt nicht erwartet. Aber nachdem jetzt die Runde gerade eben dann doch halbwegs gut verlaufen ist, vor allem nachdem eben Luigi nicht gestorben ist, weil ich habe eigentlich schon fest damit gerechnet, dass Luigi sterben würde, aber nachdem er jetzt doch überlebt hat, bin ich jetzt dann doch froh, dass es ja alles noch so gut verläuft. So, Mario kann sogar auch schon relativ weit nach vorne kommen, zum Beispiel dann eben sich hierhin erstmal stellen. Und dann kann man nämlich erstmal die ganzen Gegner hier rausnehmen. Okay. Das ist nämlich tatsächlich auch das Gute daran, dass wir halt auch Luigi hier dabei hatten und der halt wirklich mega weit immer kommen kann. Dass wir halt schon in der ersten Runde so weit gekommen sind, auch mit dem Leichtfuß. Das ist halt ziemlich cool, weil wir jetzt nämlich schon etwas weiter in der Mission vorangeschritten sind, als das Spiel eigentlich quasi denkt, wenn man so will. Weil es ist ja immer so bei diesen Missionen, dass die Gegner immer im gleichen Rhythmus auftauchen. Wenn ich jetzt die Mission nochmal neu spielen würde, dann würde auch in der vierten Runde eben hier El Calavera auftauchen. Das wird sich niemals ändern. Das wird sich niemals danach richten, wie weit man tatsächlich schon vorgeschritten ist. Die Gegner werden immer halt im selben Zug an denselben Orten auch wirklich auftauchen. Und da das Spiel eben nicht erwartet, dass man schon tatsächlich so wahnsinnig ist wie ich und schon so früh so weit vorne ist, werden jetzt dann, glaube ich, häufiger mal Gegner hinter uns spawnen, wie eben El Calavera, die jetzt gar keine Gefahr mehr für uns sind. Weil eigentlich ist es halt so, dass man jetzt in Zug 4 erst hier so irgendwie sein soll und dann ist El Calavera schon eine Gefahr für einen, aber für uns nicht, weil wir schon weiter sind. Deswegen, das finde ich echt ganz witzig. Okay, auf jeden Fall. Kann er jetzt Luigi mit dem Wächter übrigens die jetzt alle killen, da ich jetzt gerade den... Ja, Mario aber bitte nicht. Das ist jetzt natürlich wieder blöd. Ich treffe Mario auch. Das habe ich jetzt wieder ganz intelligent gemacht. Raketenwerfer dann wahrscheinlich auch, oder? Ja, der hat sogar eine noch höhere Reichweite. Das war jetzt wieder höchst intelligent von mir. Kann ich es nicht irgendwie schaffen, die jetzt alle noch zu killen? Ich meine, Luigi kann auch noch Raserei einsetzen, aber es bringt mir wenig. Weil das nicht ausreicht. Ich meine, ich habe jetzt nämlich eigentlich keinen Bock, dass noch einer von denen überlebt. Ich will eigentlich schon die alle töten. Weil der Grobian muss auf jeden Fall auch sterben, weil der ansonsten zu Mario hinkommen kann. Und die Gehilfen müssen aber auch sterben, weil die ansonsten sich wieder hochheilen können. Oder auch den Grobian. Deswegen, die müssen definitiv alle sterben. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das hinkriegen soll. Ich glaube, ich werde mit Luigi sogar erstmal ziehen. Das ist eigentlich auch Quatsch, ne? Ne, ich meine, ich sollte schon zuerst angreifen. Puh, das ist jetzt irgendwie... auch eine ziemlich blöde
Situation. Ja, ich meine, ich kann dann gleich noch so wenigstens angreifen, wenn Luigi doch zuerst gezogen ist. Das ist vielleicht am besten. Dann wird Luigi... Ja, nee, aber es ist trotzdem alles blöd, weil ich meine, ich kann ja diesen Angriff hier nur dann machen, wenn der Grobian noch lebt. Ja, nee, dann werde ich doch mit Luigi erstmal nicht angreifen. Und erstmal nur ziehen, einfach. Und dann hier Raserei ansetzen. Wir springen klüger, nee, ne? Nee, auf gar keinen Fall. Und dann eben hier hindurchgehen. Und hier. Und mich dann schon mal hier nach vorne hinstellen können. Das ist echt ziemlich, ziemlich heftig. Ich soll mich aber vielleicht auch so hinstellen, dass dann gleich Mario noch von ihm wegspringen kann. Also hier hin. Weil dann kann nämlich Mario von Luigi wegspringen und hier landen. Und, ah ja gut, das klappt natürlich nicht ganz. Aber ich meine, kommt denn dann Rabbit Luigi danach eigentlich auch noch zu hin? Nee, ne, das ist weit weg. Leider. Ne, der auf jeden Fall noch nicht. Ne, dann kann ich schon Luigi auch hier ein bisschen weiter nach vorne stellen. Weil ich meine, ich kann ihn auch hier hinstellen, weil da ist ja eh keine Gefahr hier in der Nähe. Irgendwo. Oder tauchen hier plötzlich Gegner auf? Ne, ne? Ne, tauchen noch keine auf. Deswegen, ja, dann stelle ich ein bisschen näher ran, dass dann doch Mario noch von ihm wegspringen kann, eventuell. Falls ich das machen will, ja? So. Okay. Und jetzt dann gleich wird Rabbit Luigi seinen Raketenwerfer einsetzen und hoffentlich einen kritischen Treffer erzielen. Das wäre jetzt ganz cool, wenn nämlich dann die alle sterben würden, glaube ich zumindest. ja, machen wir mal. Obwohl ich es nochmal kurz auch anders machen könnte. Ich will auch zuerst nochmal kurz hier die Heldensicht einsetzen. Ja. Das weiß dann gleich einer von denen noch rumlaufen sollte wegen dem Feuer und trotzdem überleben sollte, dass dann Mario auf jeden Fall den mit Heldensicht noch besiegen kann. Und dann werde ich noch den hier auch vorher angreifen. So. Und jetzt dann gleich den Raketenwerferangriff machen. Auf den Grobian drauf. Mit Rabbit Luigi. So. Okay. Und bam. Und wir kriegen... einen kritischen. Sehr schön. Und er hat sogar noch überlebt tatsächlich, aber jetzt nicht mehr. Gut. So. Das lief doch alles ganz gut, würde ich sagen. So, Schild will ich, glaube ich, sogar machen, weil eventuell El Calavera mich, wie gesagt, mit Granaten abwerfen kann. Ja, ziemlich sicher sogar, wenn er sich hier an den Rand hinstellt. Deswegen, ja, du setzt bitte den Schild ein. Gut. Und Luigi kann nichts mehr machen. Deswegen, das passt alles. Okay. Wie gesagt, es lief jetzt dann doch echt noch alles sehr viel besser, als ich im ersten Moment dachte. Gut. Hallo, El Calavera. Dürfte es aber nicht arg viel ausrichten können. Er hat ja auch keinen Magnethans, sondern einen Hasenfuß, deswegen das passt ja anders. Genau, er kann ihn angreifen, aber er nimmt, ja gut, nur 90 Schaden ist schon relativ viel. Aber er hat es noch überlebt, deswegen das passt ja alles. So, die anderen versuchen irgendwie näher zu kommen, aber ich bin einfach viel zu schnell für die. Und die können nicht wirklich nachkommen. Deswegen sieht es jetzt echt ganz gut für uns aus. Hier, die Gookie-Boos können ja auch nichts machen, da sie sich eben nur in diesem Feld hinter bewegen können und ich schon auch wieder viel zu weit weg bin dafür. Okay, aber jetzt wird es dann doch nochmal schwierig werden. Oh Gott. Weil jetzt nämlich hier dann doch nochmal ein paar neue Gegner hier rauskommen. Verteidiger, Grobian. Uiuiui, okay. Noch ein Grobian. Und noch ein Verteidiger. Okay. Hier übrigens auch noch einer. Hier noch ein Hopser, einfach so. Na gut, also fertig sind wir auf jeden Fall noch lange nicht. Wir haben schon noch ein bisschen was hier in der Mission zu tun. Ja, vor allem, was ich jetzt mit Rabbit Luigi machen soll, weiß ich nicht so genau. Das ist auch ein bisschen blöd irgendwie. Mario kann jetzt eben von Luigi wegspringen und sich dann schon zum Beispiel hier hinstellen. Das Problem ist ja, dass Luigi hier nicht hinkommen kann. Ich bräuchte hier, wenn ich tatsächlich diese Abkürzung hier geradewegs benutzen wollte, dann bräuchte ich tatsächlich alle drei von meinen Charakteren, aber die habe ich ja nicht mehr. Das ist halt ein bisschen blöd. Luigi kann übrigens aber ziemlich weit springen. Er kann ja 10 Felder springen. Was ist denn, wenn ich jetzt Mario hier hinstelle? Wie weit kommt denn dann Luigi von hier aus? Lass mir jetzt mal kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da kann ich sich hier so irgendwie hinstellen. Und da kommt ein Grobian... Ja, das kommt jetzt ein bisschen drauf an. Das ist jetzt die Frage. Wie weit da jetzt dann Luigi gleich kommen wird? Ich will mal ganz gerne noch ein weiteres Mal nachzählen, dass ich mich auf jeden Fall nicht verzähle. Also Mario kann sich bis hier hinstellen und Luigi kann eben 10 Felder weit springen. Nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also bis hierhin kann er auf jeden Fall kommen. Kann er da jetzt dann auch noch ein Feld nach rechts kommen? Eigentlich schon. Weil wenn die Charaktere auch zum Beispiel 8 Felder geradeaus laufen können, dann können sie ja meistens auch 8 Felder nach vorne und aber noch ein Feld seitlich. Oder sogar 2 Felder seitlich manchmal. Das geht ja auch noch. Deswegen, dann dürfte Luigi eigentlich bis hierhin kommen. Und hier ist er safe. Weil da kommt nämlich ein Grobian nicht hin und die Verteidiger sind nämlich auch viel zu weit weg, die sind ja hier unten.
Dann wird Mario zwar sterben, weil der dann hier völlig offen rumsteht, aber Luigi ist dann hier und kann dann im nächsten Zug schon fertig werden. Und die Gegner kommen alle nicht zu ihm hin. Ja, deswegen, das könnte funktionieren. Die Frage ist nur, ob Luigi dann wirklich so weit springen kann, aber eigentlich schon. Ich habe es ja gerade nachgezählt. Und wie gesagt, bis hierhin kommt er auf jeden Fall. Das fällt es noch nicht sicher, weil da kommt der Grobian hin, wenn ich mich hier hinstelle. Aber es ist normalerweise so, dass wenn die Leute von mir halt eine bestimmte Anzahl an Feldern ziehen dürfen, dass sie dann eben diese Anzahl geradeaus laufen dürfen oder springen, aber dann auch noch meistens ein oder zwei Felder seitlich. Deswegen, das sollte eigentlich klappen. Deswegen... Werde ich das mal so testen, das ist jetzt natürlich auch wieder super riskant, weil das auch so ein bisschen ein Alles-oder-Nichts-Plan ist. Denn wenn es jetzt nicht funktioniert, dann habe ich große, große Probleme. Dann weiß ich nicht, was ich danach noch tun soll, ehrlich gesagt. Dann habe ich quasi nur noch Rabbit Luigi so ungefähr, weil Mario dann sterben wird und Luigi dann auch abkratzen wird so ungefähr. Und dann habe ich Probleme. Aber wenn es jetzt klappen wird, dann haben wir es dann gleich schon gewonnen. Und ich möchte es wagen, dieses Risiko einzugehen. Ja. Das könnte ein riesengroßer Fehler sein. Was ich jetzt hier tue, aber es könnte uns auch den Sieg bringen. Deswegen mal gucken. Das heißt, wird es dann gleich interessant. Luigi, bitte komm bis dahin. So, ich sehe da hinten überall gelb. Das war ja schon zu erwarten. Wir gehen mal hier so ein bisschen langsam außen rum, um die Spannung hochzuhalten. So, wie kommt er? Ich drehe die Kamera. Er kommt bis hierhin. Okay. Und sogar noch ein Feld weiter. Also hier hätte er auch schon gereicht, stimmt's? Genau, aber kommt sogar noch ein Feld weiter, umso besser. Dann eben hier hin. Ja. Und jetzt nochmal kurz überprüfen, da kommt niemand hin. Die Grobianer kommen nicht hin. Und die Verteidiger auch nicht, die sind viel zu weit weg. Da oben sind auch noch neue gespawnt, habe ich gesehen, aber es sind auch nur Ziggis und die kommen auf gar keinen Fall hin. Deswegen, da ist Luigi safe und kann dann im nächsten Zug schon beenden. Und es reicht, wenn einer ins Ziel kommt. Und wenn die anderen sterben, ist mir auch egal. Deswegen, das ist alles wunderbar. Hui. So ein heftig weiter Sprung. Das ist schon auch ein bisschen wahnsinnig, dass Luigi 10 Felder gleich springen kann. Das hatten wir übrigens auch zuvor noch nie, das habe ich erst neuerdings mal geskillt, weil ich mir dachte, dass er 10 Felder springen kann, das ist bestimmt mal ganz nützlich. Und ja, für diese Mission war es nützlich, denn wenn es nur 9 Felder gewesen wären, hätte es nicht geklappt. Dann wäre nur halt bis hierhin gekommen quasi und hätte es dann hier so irgendwie hinstellen müssen. Und es hat nicht funktioniert, deswegen, das war jetzt wirklich unendlich wichtig, dass es klappen würde, weil wir jetzt dann so die Mission dann gleich schon abschließen können. So, ich will jetzt aber dann trotzdem noch ein paar weitere Sicherheitsmaßnahmen treffen, falls noch weitere Sachen schiefgehen sollten. Von hier aus kann Rabbit Luigi dann gleich im nächsten Zug die Röhre da vorne erreichen, stimmt's? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne, kann er nicht, weil er kann nur 8 Felder ziehen. Ist ja blöd. Ich muss also noch ein Feld weiter nach vorne stellen und dann hier direkt zum Hopser. Aber ich meine, auch wenn ich mich hier hinstelle, der Hopser kann mich ja trotzdem treffen. Deswegen dann stelle ich ihn halt doch eben hier einfach hin. Meinetwegen, ja. So, Schmacher bringt gar nichts, weil nämlich hier eh keine Gegner sind und ich ja die noch nicht erwischen kann, die noch gar nicht da sind. Deswegen, das bringt nichts. Und Mario kann auch nichts Sinnvolles mehr machen. Deswegen, er bleibt einfach stehen. Luigi sollte auf gar keinen Fall Eisenblick einsetzen, weil er ansonsten dann den Grobian zu sich herlockt und dann er eventuell sterben wird. Deswegen, das will ich nicht tun. deswegen, dann machen wir nichts mehr und beenden den Zug. Und eventuell wird Mario sterben oder auch Rabbit Luigi, keine Ahnung. Aber Luigi wird ziemlich sicher überleben. Ich wüsste nicht, was da jetzt schief gehen könnte. Ich habe ja eigentlich alles bedacht, ne? Und es kommt kein Gegner zu ihm hin. Und dann können wir gleich beenden. Deswegen, es dürfte alles passen. So, Tornado ist auch kein Problem. Der ist ja noch ganz am Anfang da. Der macht mir gar keine Sorgen. Okay. So, viele neue Gegner, aber vor allem da oben bei Luigi nur Grobian. Deswegen, alles ist gut. Hoffe ich zumindest. So, Calavera kann auch nichts machen, weil wir alle zu weit weg sind. Sehr schön. Und die ganzen Gegner da unten, wie gesagt, die sind mir auch völlig egal. Ja, und Rabbit Luigi wird ziemlich sicher sterben. Aber, was macht denn der alles? Muss jetzt aber damit leben. Mario wird wahrscheinlich auch sterben, keine Ahnung. Aber wenn nur Luigi überlebt, dann ist es ja okay, ne? Das passt ja dann. So, Rabbit Luigi lebt noch mit 4 KP. Okay, aber der Hopser darf, glaube ich, noch angreifen, genau. Und das war's. Tut mir leid. Aber es ist ja eine Prüfung, deswegen, das ist ja alles okay. So. Es muss nur Luigi überleben, wie gesagt. Und Luigi überlebt. Ja, sieht gut aus. Sieht sogar sehr gut aus. Cookie Boost ist mir auch egal. Der darf noch und wird noch Mario wahrscheinlich killen. Ja, genau. Also, alle sind tot, außer Luigi. Luigi hat ja auch nur noch irgendwie 40 KP oder so. Aber ist ja völlig egal, denn es hat ja funktioniert alles, ne? Niemand kann mehr was machen, stimmt's? Genau. Yay! Sehr schön. Easy. Oder so. Yay!
So, ne, das will ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, übrigens, dass es die Mission easy war, das auf gar keinen Fall. Ich muss halt auch wieder sagen, dass ich das einfach wieder viel zu riskant gespielt habe. Und wenn man das etwas defensiver spielen will, dann wäre das auch total machbar. Denn ich meine, wir haben es jetzt, glaube ich, im sechsten Zug oder sowas abschließen können. Obwohl eben das Maximum 12 Züge waren. Deswegen, man kann sich auch wirklich viel, viel mehr Zeit lassen. Und das Ganze dann eben um einiges defensiver spielen, sich immer wieder hochheilen und dann sich eben so langsam dann nach vorne tasten und auf dem Weg eben alle Gegner besiegen. Aber so wie es ich gemacht habe, hat es auch funktioniert und das war zwar super riskant, natürlich ja, aber es ist schon auch eine relativ effiziente Methode, wie ich es gemacht habe, auch wenn es super riskant war, ja, ich weiß schon. Aber trotzdem, das habe ich eben vorhin auch schon mal erwähnt, trotzdem ist es halt wirklich so, dass wir halt schon verfrüht wirklich ganz, ganz weit nach vorne gekommen sind und auch viel, viel weiter nach vorne kommen konnten, als das Spiel eigentlich von uns dachte. Das, also ich meine, im Prinzip war es quasi so, dass das Spiel ständig dachte, dass wir halt noch etwas weiter zurück sein müssten, weil es ja quasi gar nicht sein kann, dass man im vierten Zug schon so weit vorne sein kann. Deswegen sind dann eben ganz, ganz häufig Gegner so wirklich halt hinter uns gespawnt, die dann gar kein Problem mehr darstellten. Bestes Beispiel war da eben El Calavera, der uns gar nicht mehr im Weg war, oder halt auch am Ende die Grobiane, die dann eben Luigi nicht mehr treffen konnten, weil er eben schon so weit vorne war. Deswegen, das ist zwar super riskant, was wir gemacht haben, das stimmt schon, aber... es hat funktioniert und vor allem hat es auch voll viel Spaß gemacht, dieses Risiko einzugehen, weil ich meine, wenn ich es defensiv gespielt hätte, das wäre ja auch irgendwie dann langweilig und so war viel mehr Spannung drin und wir haben es trotzdem im ersten Versuch schaffen können, deswegen, ich bin voll zufrieden, dass es alles so geklappt hat. Okay, gut, aber dann will ich erstmal sagen, Leute, was dann hier für diesen Part von Let's Play Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Beim nächsten Mal geht es dann noch weiter mit der allerletzten Prüfung hier in diesem Spiel, die uns noch fehlt, zumindest ohne DLCs hier im Hauptspiel. Nämlich dann eben noch die vierte ultimative Prüfung, der wir uns dann beim nächsten Mal noch stellen werden. Ich hoffe, dass wir die vielleicht auch dann im ersten Versuch hinkriegen werden, wäre auf jeden Fall cool. Aber bin ich mir jetzt nicht so sicher, weil ich würde eigentlich schon, glaube ich, sagen, dass der Schwierigkeitsgrad immer so ein bisschen angestiegen ist. Ja, obwohl auch nicht unbedingt, weil die erste fand ich eigentlich schon sogar schwieriger als die zweite, oder? Fand ich die? Ich weiß nicht, die fand ich ungefähr gleich. Die dritte fand ich jetzt schon dann eigentlich ein bisschen schwieriger, würde ich sagen. Aber so oder so wird man dann schon sehen, wie dann die vierte ultimative Prüfung beim nächsten Mal so ablaufen wird. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, ob wir dann eben auch die beim ersten Mal gleich hinkriegen können oder ob wir dann doch was sagen werden. Schauen wir mal. Okay. Auf jeden Fall würde ich dann noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.